Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Ja, heute mal wieder einmal face to face, denn ich habe gedacht, es gibt ein paar Neuigkeiten, die würde ich dir gerne einfach mal so erzählen von Angesicht zu Angesicht. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und übrigens, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt mal. Aktivier die kleine Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gute Nachrichten heißt, es gibt zwei Stempelsets, endlich, die bislang nicht bestellbar waren. Das erste ist das Stempelset Besondere Momente. Das ist hier aus dieser Produktreihe Mohnblütenzauber. Da war ein Schreibfehler hier in einem Schriftstempel drin und das ist jetzt korrigiert. Jetzt ist alles wunderbar und tippitoppi. Und das zweite Stempelset ist das Stempelset Geheimnis der Freundschaft. Jetzt ist mir mein Lesezeichen hier rausgefallen. Nein, es ist auf der Seite 11 dieses Stempelset. Das war auch die ganze Zeit nicht bestellbar und jetzt ist es endlich erhältlich und du kannst es dir sichern. So, das ist das eine. Dann, ja, ist mir ja eben hier schon mein Lesezeichen rausgefallen. Ich habe ein paar Videos gemacht zum Thema Mohnblütenzauber, Painted Poppies und die Videos, beziehungsweise das Video zum Beispiel, das verlinke ich dir hier oben mal unter dem i. Da kannst du dir gerne anschauen, wie diese Karte gebastelt wird. Dann habe ich noch ein Beispiel, das hatten wir auf der Onstage-Veranstaltung gebastelt. Auch Mohnblütenzauber. Hier ist das Papier, das Saumband, ein Spruch. Das ist der Spruch aus dem Besondere Momente, der ist da verwendet worden. Und ich hatte auch diese Schachtel schon gebastelt. Die ist mit dem Umschlag Stanz- und Falzbrett, also mit dem Stanz- und Falzbrett für Umschläge habe ich das gemacht. Ganz einfach, ganz simpel. Auch das Video verlinke ich dir hier oben mal. Und ich habe ja eben gesagt, es geht um Neuigkeiten. Es wird ja ab Februar, ab dem 4. Februar, neue Produkte geben. Produkte, die Kunden kaufen können. Und vorgestellt habe ich die auch schon einmal, auch hier oben unter dem i, aber ich zeige es dir gerne nochmal. Das sind alles Stanzform, also 5 Pakete mit Stanzform habe ich hier in der Hand. Und da ist zum einen die Stanzform Geburtstag, die gehören zu einem Celebration Gratis Set. Dann haben wir die Blumenwiese, die gehört auch zu einem Celebration Set. Und dann haben wir Gedanken der Natur, das gehört zu einem Stempelset hier aus dem Mini-Katalog, aus diesem hier. Und es gibt dann noch Schöner Tag, das ist auch passend zu einem Stempelset aus dem Mini-Katalog. Das sind so kleine Waschbären und Eichhörnchen. Und als letztes noch die Stanzform zum Stempelset Marienkäfer. Das passende Stempelset gibt es ab 375 Euro Bestellwert. Gratis. Darunter leider nicht. Tja, gut. Ich zeige aber eben trotzdem auch noch mal die Beispiele. Und zwar einmal die Blumenwiese, die hatte ich ja schon gezeigt. Und auch die Karte zu den Marienkäferstanzformen. Und es wird außerdem auch noch geben Designerpapier. Das nennt sich wunderbar ausstanzbar, passend zu Handstanzern, also einmal zu den Herzstanzern, zu dem Regenschirmstanzer und zum Stanzer, genau hier zu dem Tulpenstanzer und zum Stanzer kleine Blüte. Damit habe ich auch eine Karte gebastelt, die habe ich noch nicht gezeigt, die erkläre ich dir aber gerne mal, weil ich finde die total schön. Die ist, habe ich nach dem Flyer gearbeitet, das mache ich ja immer unheimlich gerne, dass ich einfach erstmal die Ideen von den Designern von Stampin' Up übernehme, bastel die einmal original nach und dann gucke ich mal, was würde ich zum Beispiel daran verändern. Ne? Wobei ich an dieser Karte jetzt fast nichts verändern würde, ich finde die echt gut. Da ist einmal hier oben der Regenschirm ausgestanzt, hier sind die Tulpen ausgestanzt aus dem Papier, hier ist das Herz und das ist ein schöner Spruch. Stempelset-Name weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hier drunter sind dann mit den gestickten Quadraten, gestickten Stanzform, Stickrahmen,
Also eine dieser Stickrahmenstanzformen sind halt diese Quadrate ausgestanzformen. Ich finde die total schön, ganz frühlingshaft und die macht richtig was her. Also wenn du da Lust hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare, dann mache ich dazu auch nochmal eine Anleitung. Ja, apropos Anleitung, immer auch gerne mal unter dem Video in die Infobox gucken. Da habe ich ganz oft Anleitungen, Größenangaben zu meinen Projekten hinterlegt oder ich habe eine Verlinkung zu meinem Blogbeitrag, da habe ich das dann auch noch mal ausführlicher beschrieben. Da immer gerne einfach mal gucken. Ja, das waren erstmal die neuesten Neuigkeiten von Stampin' Up. Es wird auf jeden Fall auch noch weitere neue Celebration-Prämien geben, für die Leute interessant, die schon ganz viel haben. Was es sein wird und wann es kommt, weiß ich leider nicht. Und bis dahin begnügen wir uns jetzt erstmal hier mit den neuen Stanzformen. Da ist ja, kann man ja wirklich super schöne Sachen mitmachen. Und wir sind erstmal alle happy, dass wir die jetzt bekommen. Wenn du bestellen möchtest, mach das gerne über meinen Blog, über das Bestellformular. Schick mir eine E-Mail, ruf mich an. Bestell dir die Sachen auch gerne bereits jetzt schon vor, denn erfahrungsgemäß sind so Sonderprodukte auch gerne mal schneller ausverkauft, als wir denken können, als wir gucken können. Ich würde dann deine Bestellung jetzt schon aufnehmen, du bekommst deine Rechnung und dann werde ich die auf jeden Fall am 4. ganz früh aufgeben können, die Bestellung, sodass die Sachen dann auch kommen. Ja, das war's von mir für heute. Einmal kurz live und in Farbe aus dem Bastelzimmer. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.